Ich glaube, Takumi hat ein bisschen zu wenig Schlaf. Kann das sein? Naja, wir kommen zurück zu Fire Emblem Fates Awakening und irgendwie sieht er nicht gerade sehr gesund aus. Takumi! Takumi, hier drüben! Bruder! Ich bin ja sofort dich zu sehen, Bruderherz. Was stimmt denn mit dir? Der Pfeil hat mich beinahe getroffen! Takumi, was machst du denn? Töten. Ich hätte der Auserwählte sein sollen. Das ist unheimlich. Takumi, was ist mit dir geschehen? Ich werde ignoriert, bin allein, vergessen. Aber ich bin mächtiger, als sie sich vorstellen können. Was sagst du da? Das reicht, Takumi! Ich werde nicht länger im Schatten bleiben. Jetzt sehen sie mich alle zum ersten Mal. Ich lasse sie für ihre Taten bezahlen. Ich werde sie töten. Takumi? Sie ist rein in die Farbe seiner Augen an. Kann es sein? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich muss Finn singen. I'm singing for his life. Au, 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 au. Okay, machen trotzdem noch Schaden, aber vorhin nicht gesehen. Scheiße. Ja, dann sing mal. Reden, das wollte ich singen. Ne, vielleicht ist Reden das neue Singen. Niemand beachtet mich. Ich bin allen egal. Sterbt, 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 sterbt. Wait. Takumi, hör mir zu. Du bist. Listen. Das ist egal. Ich bin jemand, der dir helfen kann. Du wirst in einer dunklen Macht kontrolliert. Das bist nicht du. Du darfst nicht nachgeben. Du schaffst das. Höre gut zu. Das ging schnell. Takumi, kannst du mich jetzt hören? Asura, bist du das? Just in time. Ja, ich bin es, ohne Göttin sei Dank. Aber wo bin ich? Unglücklicherweise sind wir mitten in einem Kampf. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Kannst du dich verteidigen? Ja, ich denke schon, mir geht es gut. Sehr gut, aber vergiss nicht. Du bist stark und klug, du bist etwas Besonderes. Ich glaube an dich, Takumi. In Ordnung? Das ist der Takumi, den ich kenne. Und jetzt komm, du musst dich konzentrieren, diesen Kampf zu überleben. Hold on a minute. Warte, Asura! Ich bin noch ein wenig benommen. Ich habe so viele Fragen. Ich muss mal einfach überlegen, um Antworten zu bekommen. Das war cool, ja so cool. Und ich gebe ihm ein bisschen Support. Takumi ist zurück, Freunde. Und er kann überhaupt nicht angreifen. Scheiß, die waren voll. Wobei, wenn du noch switchen. Kann sie nicht mehr singen. Gut, aber erstmal müssen wir raus. Das ist überhaupt nicht gut hier oben. Das tut uns nicht gut. Sie merkt es auch. Was mache ich jetzt? Da unten komme ich nicht so leicht. Hier, spüre meinen Ochsengeist. Nur 2%? All in the cards. Okay, ich mach sie nicht mehr sauer. Jo, das sieht doch mal gut aus. Muss ich hier irgendwie ein bisschen was rocken? Mit sie das zusammen? Jo! Sehr gut. Du musst weg sein. Ich hab 4 Schaden gemacht. Auf nichts kann man sich verlassen hier. Ich fühle mich verlassen. Muss man irgendwo hier oben durch und dich in Sicherheit bringen. Hm.
Dann kill ich halt instant, wa? A good effort. Du, 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 du. What? Bist du noch mehr trainieren, war gar nicht mal so schlecht. Ja klar, könnte es besser sein, aber trotzdem. Jetzt sind wir wieder. Hä? Stärke abgenommen? Die Scheißfähigkeit, nee. Ja, aber dringend. Sonst nippelt sie mir hier ab. Und das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich muss doch einen davon killen können. Nicht wirklich, wenn sich so auf die Schnelle. Ernsthaft? Ja gut, die kommen ja aber trotzdem. Und der andere haut einfach ab. Jo, so läuft es halt hier. Toll. Wenn der angreift, bin ich auch weg. Schon besser. Mit dem Eisdolch! Ich weiß, nicht Eisendolch, aber sieht eher so ein Eisdolch aus. Das Recht auf Level 10 automatisch entwickelt. Was mache ich mit Takumi? Der kommt immer noch nicht wirklich vorbei. Oh, scheiße, kann ich noch nicht angreifen, nix. Einfach hier hinstellen. Ja, wir natürlich nicht, dass sie ihm Schaden zufügen, deswegen. Das ist ja mal ein ganz krasses Team, ey. Jo, Takumi im Team, der wird einiges reißen. Und sie genauso. Was? Oh komm, und 71. Ich meine, klar kann es passieren, aber trotzdem. So, Defense noch weiter runter. Wenn ich Yato mache, weniger Trefferchance und ja. Wir kommen sonst noch alles durch. Der kommt dann nicht hin. Da ist er zu. Sehr gut. Anderes Thema. Wäre der noch? Da würden ein paar viele sich treffen. Andererseits wäre er direkt weg. Ja, riskier's mal, komm. Wie gesagt, das Vermächtnis und ich habe ohnehin die Option angeschaut, dass Einheiten überleben, trotz allem. Da kann ich jetzt eigentlich auch mal ein bisschen was testen. Vorteil, ja, endlich mal. Das ist natürlich wichtig, vor allem in so einer Situation. Ja, mit Vorteil könnte sowas werden. So. Kann er noch ein bisschen was? Das bringt kaum etwas. Ja, hier schon eher. Ja, so befürchtet. Gut. Und das genauso.
Das kann nicht immer gut ausgehen. Das ist leider so. Ja, natürlich alle voll im Feld drin. Ist halt die Frage, wenn ich so... überhaupt so clever ist, wa? Detektiv zu haben. So, sie kann natürlich problemlos hier durch. Man, die kriegt sowieso kaum Schaden. Kann man machen. Natürlich, weil er 70% nicht getroffen. Menno. Unser geliebte Dienstmarkt. Tja. Ist immerhin fast weg. Der ist dafür ganz weg. Treffer Chance, ey. Und vor allem den Schaden, den er macht. Jo, wieso nicht? Ich habe noch ein paar Erfahrungspunkte. Ab und zu muss das auch mal sein. Die Frage ist, wegen denen sollte man jemanden hinstellen. Wenn du noch viel aushält, wa? Jemand freiwillig? Na ja, gut, sie theoretisch. Aber sie kommt da ja, kaum hin. Reicht einfach nicht. Jo, heilen wäre auch mal eine Option. Komm. Diesen Schaden kann sie das ruhig noch verkraften, das ist nicht so das Problem. Soll man hier unten ein bisschen weiterkommen? Also nicht mehr so viel, da komme ich eigentlich theoretisch so durch. Dann haben wir sie noch. Was auch nicht ganz reicht. Gott, hey. Kann machen, was er will. Ich habe immer irgendwie ein, zwei Karten an dem Gegner übrig. Das ist doch beschissen, ey. Der hat blockiert hier alles. Ah, da muss doch besser gehen. Ja, aber kriegt sie nochmal 2 Damage. Gut, ich kann heilen mit denen. Dann kann ich immer noch nicht vorbei. Kann ich mit Cage mal ein bisschen weitergehen, aber es sieht eher doof aus. Oboro eher, weil sie weiter kann. Ja, gut, machen wir es so. Eisen reicht auch, 100%. Kein Risiko mehr eingehen. Hier packen die Gute. Noch 10% Damage, wa? Bitte triff ihn schnell. Du, du, du. Geht doch. Wow. Jo, schöne Erfahrungspunkte. Dankeschön. Jetzt haben wir natürlich Felicia immer noch hier oben. Da bringt er kaum etwas, ey.
Thank you very much. Hat's jemand sehr nötig? Hm. Angel zwar nicht, aber egal. So. Jetzt kann sie hier weiter und da oben noch ein bisschen aushelfen. War, ja doch, mit heilen Fragen könnte es doch ganz wichtig sein. Moment, geht doch trotzdem hier durch. Mit Herbstfest heilen. Wow, 5. Hat's wohl gebracht. Naja, I back you up. Hab gerade gesehen. Tigergeist bringt aber nichts. Den Tiger kannst du knicken. So. Jetzt ein bisschen schneller hier durch switchen. Da ein Eisenschuriken, der ist im Heilen gut. Hm. Und weg ist er. Und sie freut sich ja so sehr. Also die Schuriken, weil die nerven halt. Nee, ich warte immer noch. So. Das sieht ziemlich beschissen aus, wenn man so sagen darf. Einfach kaum vom Fleck, hey, das ist doch so kacke. Ja. So viel dazu, dass sie direkt weg sind. Das war zwar unnötig, aber hey. Immerhin kann das. Oh nein, schon wieder. Scheiße, die Wand voll, ey. Ja, es müssen zu viele Gegner hier sein. Doch eher hier hin nach ein Heilmittel nehmen. Jo, auch das macht Schaden. Und Rinka freut sich auch so sehr. Du, du, du. So. Ein bisschen Ruhe hier hoffentlich. Mal wieder mal trennen, wa? Komm sonst kaum vorwärts. Du, du. Ne, kriegt sie. Sie hat den Familienbonus. Ja, schauen kannst trotzdem nicht. Okay. Da wollen sie ihr 3 Schaden verpassen. Das sah auch schon mal besser aus. Jo, das glaube ich allerdings auch. Oh, wieder den daneben. 68 bloß. Also, Alter. Ja, so viel dazu. Ich riskier's mal. Würde ich jetzt
Ja, hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn sie definitiv weg sein könnte, aber hey. Jo, die Gute macht sich. Problem, 15 Schaden bin ich weg. Nicht geil. Ja, das ist nicht geiler. Ja, wir können schon losen, wir sollen es einfach nicht. So, mal frei durchschnaufen oder wie? Frage. Jo. Kurz durchheilen. Du. Unterstützung platt machen. Jo. Den Speer trainieren. So knapp jetzt aber dann nicht. Oh, immerhin ein Punkt. Ich meine, da hat auch schon mal Fehler, wo es gar keinen Punkt gab. Das war vielleicht scheiße. Ist der auf dem Wald, wa? Verdammter Mist. Da ist hier der Boss. Na, hier die oben noch. Komm, gib Erfahrungspunkte. Ja, komm. Erfahrungspunkte sind gut, aber wenn eine Frau killen muss. Was eine unschuldige Dörflerfrau, die wollte gar nichts tun. Tja, jetzt tut sie definitiv nichts mehr. Alle nach vorne. Vielleicht nur soweit es irgendwie geht. Ach, jetzt komme ich schon nicht durch, ey. Gibt's einfach nichts. So. Du, Sonnenfest und sie kriegt die Erfahrungspunkte dafür. Stärke braucht sie zwar jetzt nicht, aber hey. So, noch knapp 3 Minuten, theoretisch noch ein bisschen mehr. Meine, so viele Gegner sind sowieso nicht mehr. 6 Stück kommen, schaffen wir so noch. Ja, die nervt mich auch. Dusch. So, bringt er ganz kurz heilen? Ja, er denkt, er könnte das tun. Die Götter können mich mal. Da unten haben wir noch, wa? Ich jetzt mit Takumi oder wieder mal ein bisschen. Singen in the Rain. Es schifft ja gar nicht. Auch die Stimme, die wirkt kräftiger. Und jetzt erstmal hier voll eins reinzwirbeln. Das ist alles? Ernsthaft jetzt? Ich meine, Rang C. Yo, sinkt sogar noch das hier. Einfach mal Case holen, war. Noch die mit Waffenlevel. Das ist natürlich schon scheiße.
Sie kann hier ein bisschen trainieren. Klar, sie ist ein bisschen angeschlagen, aber sie müssen hier nichts mehr fürchten. Ist ja alles cool hier. Ein bisschen dadurch. Ja. Sie kommt hier schneller vorwärts. So. Case haben wir hier, wenn ich jetzt... Achso. Wenn ich mal dabei bin, ja. Sie hat es, wie ich finde, verdient. Also, das Level haben wir natürlich. Mit eins auf die Fresse kriegen, das vielleicht zwar auch. Stahlschuriken, wa? So. Machen wir es mal zu der Unterstützung und er soll ja so helfen. Dann kann ich die Bahn hier mal trennen. Ja, da wird doch was. Nächster Zug geht's da hoch, Truhe plündern. Hätten wir da mal etwas geschafft. So. Gut, kann ich momentan mal so. Ah, vielleicht doch. Sie reinstellen. Das ist ja alles noch Heilung. Eigentlich jetzt ziemlich viel. Natürlich die noch einmal singen lassen. I try my best. Ja, hoffentlich auch. Thank you. Nee, lohnt sich nicht. Ich möchte theoretisch noch bewegen, aber ich bin so faul. Nö, nö. Lassen wir das mal, wa? Das macht keinen Schaden. Und zumindest fast keinen. Ja, wie gesagt, das Winker so wenig Damage macht. Da müssen echt ihre Wachungswerte so beschissen sein. Da kann nicht sein, dass sie immer noch so... Oh. Ja gut, wisst ihr was, Leute, können es wie gesagt auch hier wieder mal ein Part endlos in Länge ziehen, aber hab keinen Bock drauf, weil das eigentlich ziemlich schnell beenden hier. Und daher gehen wir jetzt in die Offensive. Du. Jo, Part sollte mal ein bisschen überzogen. Aber sowieso nichts Neues. Nee, ich will jetzt das echt eigentlich in diesem Part noch abschließen. Dieses Kapitel dann endlich mal offscreen bereits auch schon angekündigt, da mal ja, ein bisschen zu gucken, was ich noch alles machen kann. Also, jetzt gesagt, was sich lohnen würde bis zum nächsten Part noch. Sei es ein bisschen zu trainieren und ein bisschen was zu testen. Das sehen wir dann noch. Stärke. Ja, gut, Magie ist mir egal, sagen die Stärke mal stark, aber ganz ehrlich, dies Level 12 hat erst 9, mittlerweile 7 Stärke, gut, wird geschwächt, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem. So wenig Stärke, das kann einfach nicht sein. Das darf vor allem gar nicht sein. Das ist mit dem Rattengeist, diese falsche Ratte wieder mal. Ja, so kommt auch sie endlich mal mit. Oh Mann, ich kann mir echt... Ich komme hier einfach nicht vorwärts, reicht's mir aber, komm. Ah.
Das ist so eine doofe Passage. We won't give up. We won't give up. You're right, Michael. Wow. In einem Schaden lohnt sich total mit anzugreifen. Ja, ist gut, wir haben es kapiert. Du machst gerne Schaden. Und Level up. Level 9 erst, wa? So, aber sie könnte noch was vertragen. Naja, Ratte, warum nicht? Einmal Ratte, bitte! Kommt sofort! Voll in die Fresse! So, einen schon mal draußen. Das ist ein Kackfeld hier. So, mal hinpacken, dann kann sie mal ein bisschen durchheilen. Level 8! Ja, jetzt kommt langsam mal ihren versteckten Fähigkeiten zum Zuge. Endlich mal, wa? Nein, ich wollte... Scheiße. Ja, war zu schnell mit Klicken. Entschuldigung, da hat es eigentlich rechts über das andere kommen. Keine Ahnung. Was kommt da für welche? Das sind vor allem diejenigen. Dann switchen wir doch mal ganz kurz. No need to worry. Are you all right? Ja, das haut doch rein. Eieiei. Rettung erhalten! Oh, das könnte ja noch durchaus wichtig sein. Hm. Aber gerade brauchen sie vielleicht auch noch Hilfe hier drüben. Tickerer Geist geht natürlich auf einem Feld in Nähe. Also jetzt gucken, was kann der Doppelschuriken? Oh, Stahlschwert bringt's. Ach du Scheinkleister. Ist ganz ziemlich gut, wa? Ich denke mal in der nächsten Runde gucken. Na, vielleicht können sie ja noch was reißen. So, komm ein bisschen hin, ne? Kommt einfach noch mehr und noch mehr. Wie sieht eigentlich hier aus? Der hat immerhin eine Trittgenaue. Eine Crit-genaue von 4%. Das kann wehtun. Vielen Dank, dass ihr direkt in mein hohes Gebiet gelaufen seid. Vielleicht nenne ich eine Latrine an meinem neuen Schloss nach euch. Latrine? Achso. Seht ihr Level up. Immer her mit der Stärke, oh je, yeah. Vergiftet, du Arsch. Ja, man schätzt niemals einen guten Vergifter. Oh. Das ist echt doppelt. Ich meine, er krittet, wa? Wenn er das Thema. Kombinieren? Doppelte Power halt.
Also doppelte, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mehr Power. Mehr Power! Ja, das könnte dann der Endstoß sein. Jo, würde sogar lohnen, wa? Gut! Ja, jetzt ein Kritiker und ein Pech gehabt. Aber so wie es aussieht, trifft er gar nicht. Rang C erreicht. Sehr schön, das gefällt mir doch. Nimm den Dolch in deine Fresse! Nein, Mokushi darf nicht fallen! Und zu spät. Geht doch noch weiter, wa? Hätte ich schwören können, für Dienstmark ist auf Level 10 vorbei, aber so aussieht, geht es da noch ein bisschen weiter. Och nö, alle besiegen, er will so verarschen. Wir können noch so viel. Oh oh. Ja gut, Freunde, tut mir leid, in doppelter Hinsicht. Wie gesagt, zum einen dachte ich, Dienstmark will sich jetzt mal weiterentwickeln. Hat sie aber nicht, und jetzt kommt das andere dazu und oh oh, müssen wir da zurück und alle platt machen, die nachkommen. Das ist doch doof, wieso eigentlich alle platt machen? Naja, machen wir gesagt, nächste Folge dann und ja, mal gucken, wa? Bis dahin, wieder mal danke fürs Zusehen und ciao zusammen!